Hallo zusammen! Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem Eaton Label Editor eine Beschriftungsvorlage erstellen. Im ersten Schritt öffnen Sie www.eaton.eu in Ihrem Browser. Wählen Sie dann über den Reiter Kundensupport den Eintrag Download Center Dokumentation aus. Geben Sie als Suchbegriff Label Editor ein und laden dann die Software herunter. Führen Sie die Installation aus und folgen den Anweisungen des Installationsassistenten. Nun starten Sie den Label-Editor. Auf der linken Seite sehen Sie eine Navigationsleiste in einer Baumstruktur. In der Version 2.07 stehen dort Geräte der Produktreihen zur Verfügung. In unserem Beispiel versehen wir nun ein Einlegeschild aus der RMQ Titan-Reihe mit einer individuellen Beschriftung. Mit einem Rechtsklick öffnet sich der gesamte Knotenpunkt RMQ Titan und wir wählen nun das Einlegeschild M22XST aus. Die Bildschirmansicht ist in etwa 1 zu 1. Über die Symbolleiste können Sie die Ansicht vergrößern oder Bildschirmfüllen darstellen. Den beschriftbaren Bereich in Form eines Rahmens können Sie ein- oder ausblenden. Klicken Sie nun in das Textfeld und geben Ihren gewünschten Text ein. Texte können in Abhängigkeit des gewählten Produkts mehrzeilig sein. Texte lassen sich hervorragend mit Symbolen aus der mitgelieferten Grafikbibliothek ergänzen. Natürlich können auch Grafiken aus anderen Quellen genutzt werden. Bei einer farbigen Grafik wählen Sie die Wandlungsart mit dem besten Ergebnis aus. Bei der Erzeugung Ihrer Grafik mit einem Bildbearbeitungsprogramm empfehlen wir Ihnen, diese in Schwarz-Weiß zu erstellen und im GIF- oder BMP-Format mit einer Farbtiefe von 2 Bit abzuspeichern. Um die Grafik bestmöglich zu skalieren, klicken Sie auf Optimal anpassen. Ein wichtiger letzter Schritt ist die Überprüfung des Ergebnisses per Vorschaufunktion. In dem Vorschaufenster sehen Sie die Darstellung der tatsächlich zur Produktion versendeten Datei. Mit dem Mausrad können Sie in die Vorschau hineinzoomen. Eine weitere Möglichkeit, sich von der Beschriftungsqualität vorab zu überzeugen, ist der Ausdruck auf Papier mit einem Laserdrucker. Der Ausdruck erfolgt im Verhältnis 1 zu 1. Klicken Sie hierzu auf den Button Vorschau und dann auf den Button Drucken. Kommen wir nun zum Versand der soeben erstellten Beschriftungsvorlage. Klicken Sie dazu im Menü auf Versenden. Haben Sie Ihre Vorlage bislang noch nicht gespeichert, werden Sie nun aufgefordert, dies nachzuholen. Bitte vergeben Sie dazu einen beliebigen Dateinamen. Das darauffolgende Fenster fragt Ihre Kontaktdaten ab. Sollte es Fragen zu Ihrer Beschriftungsvorlage geben, können sich Eaton-Mitarbeiter zur Klärung mit Ihnen in Verbindung setzen, Bevor die Produktion Ihres beschrifteten Produkts startet. Ihnen wird ein Dateiname angezeigt. Dieser ist zwingend bei der Übermittlung des Auftrages erforderlich. Per Copy und Paste kopieren Sie diesen bitte zu Ihren Bestellunterlagen. Ein Klick auf Bedruckungsvorlage versenden übergibt Ihre Datei an Ihr Mailprogramm. Überprüfen Sie nochmal Ihre Daten und senden Sie die Mail ab. Der Label-Editor dient der Erzeugung und dem Versand einer Beschriftungsvorlage. Weitere Details geben Sie bitte per Zusatzinformation in Ihrem üblichen Bestellweg an. Die Bestellung per Mail an die entsprechende Empfängeradresse sollte folgende Informationen enthalten: Stückzahl und Artikel, den Dateinamen aus dem Label-Editor sowie Ihre Kundennummer und die Lieferadresse. Hier zeigen wir Ihnen eine beispielhaft erstellte E-Mail,
in der Sie den aus dem Label-Editor kopierten Dateinamen einfügen.